So, ich grüße erstmal jeden, der sich auf mein Video verirrt hat. Vor einiger Zeit ist mein Batteriebooster kaputt gegangen. Wenn man mehrere Oldtimer hat wie ich, dann ist sowas ganz ratsam zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich gebe mal ein bisschen mehr Geld aus, weil mein Batteriebooster war wirklich günstig. Der hat fast gar nichts gekostet, ich glaube 40 Euro oder so. Und da habe ich auch nicht erwartet, dass er wirklich lange hält. Jetzt habe ich mir ein Kfz-Batterieladegerät mit Starthilfe von Walter geholt. 36 Monate Garantie für Motoren mit 12 Volt und 24 Volt Bordsystem. 4 Charging Settings, also 4 Ladeeinstellungen. Ladestromeinstellung, Motorstarthilfe, 240 Amperestunden, Schnellladung durch Ladestromschub. Ja, jetzt packe ich das Ding mal mit euch aus hier. Ich hoffe, ich kriege es auch irgendwie raus. Es ist nämlich echt mega schwer, deswegen muss ich es jetzt auch so eigenwürdig hier rausziehen. Okay, hier oben sind auf jeden Fall schon mal die Reifen drauf. Hier ist irgendwas anderes. Ich weiß nicht, was es ist. Das Licht ist leider auch sehr schlecht. So. Schwerer, wie das Ding aussieht, wirklich. Ohne Scheiß. So. Jetzt sind wir erstmal draußen. Hier ist die komische Ziehhilfe. Die legen wir auch zur Seite. Dann haben wir hier noch irgendwelche Gebrauchsanweisungen. Und irgendwelchen kleinen Kram. So. Jetzt ist das gute Stück. So sieht das Ding aus. Hier ist noch ein Reifen. Hier ist einmal das Pluskabel zum Überbrücken. So. Okay. Ich hoffe, man kann es ganz gut sehen. Jetzt werde ich auch direkt versuchen, die Reifen zu installieren, wenn ich die Stelle finde, wo ich sie installieren muss. Dazu Bedienungsanleitung zur Hand. So. Bedienungsanleitung. Wo steht das mit dem Reifen? Ah, okay. Jetzt verstehe ich es. Die Reifen werden unten drunter geschraubt. Ich hoffe, man kann es sehen. Das heißt, ich nehme diesen Pinöppel hier. Hier durch. Hier durch den Reifen. Dann haben wir hier die Riesen. So, jetzt gucken wir mal, ob wir auch das ganze Zubehör noch dabei haben. So. Okay, wir müssen doch noch mal reingucken kurz. So, wo sind... Hier sind die Reifen, da ist das Ganze, die Radabdeckung. Da müssen doch noch eigentlich so eine Ringe dabei sein. J, Sicherungsscheibe. Drücken Sie auf beide fest in die vorgegebenen Rillen. Ja, jetzt haben wir das Problem. Ich habe die Sicherungsscheiben auch schon gefunden. Hier, ganz normale Standardsicherungsscheiben. Ich hoffe, man kann sie sehen. Man kann sie nicht sehen. Okay. Das ist jetzt nicht so einfach. Oh Gott, ich nehme mein Messer mal zur Hilfe. Ja. So, die Sicherungsscheiben lassen sich nicht so leicht reindrücken, scheiße. Darf ich überhaupt hoch? Komm schon. Komm schon. So, mein Messer und ein bisschen hämmern geht das. Ich
habe hier ein wundervolles Spezialmesser mit ein paar Werkzeugen drin und so. Ich hoffe, man kann es sehen. Super geiles Teil. So, jetzt wo ich gemerkt habe, dass ich gar kein Licht an hatte an der Kamera, was echt total unvorteilhaft ist, gerade bei dem Lichtverhältnis bei mir, habe ich es einfach mal angemacht. So, jetzt kommt hier auch noch die Sichtungsscheibe drauf, das mache ich hier auf die andere Seite und hämmer auf meinem Knie rum. Das sind ja halt diese ganz normalen, ich hoffe man kann es jetzt sehen, diese ganz normalen Sicherungsringe, die hier rumkommen. So. Baby. Alter, das ist wirklich anstrengend gerade. Ah, ich krieg sie einfach so nicht rübergeschoben. Ich habe auch keinen Hammer zur Hand, außerdem ist es gerade echt früh morgens, da will ich auch nicht mit dem Hammer hier arbeiten, aber jetzt wollte ich das mal mit meinem Akkuschrauber versuchen, was auch echt nicht geklappt hat. So, das war es. Sicherungsscheibe drüber. An beiden Seiten die Räder drüber. Dann haben wir noch die Radabdeckung, die da drauf kommt. Radabdeckung da, Radabdeckung dort. Akkuschrauber nehmen. So. Okay. Dann montieren wir als nächstes die Räder dort dran. So. Dazu brauchen wir Schrauben waren das. Gucken wir gleich nochmal nach. Das ist eine Herstellergarantie. Ich weiß nicht, ob Walter eine österreichische Firma ist. Es ist, glaube ich, aus Österreich gekommen. So, hier nehmen wir jetzt vier Schrauben. Haben wir irgendwo vier gleiche Schrauben? Ganz einfach. Dafür haben wir diese Halter hier unten drunter. Jetzt montieren wir das Ding da dran, indem wir natürlich das Ladegerät umdrehen. Verdammte Scheiße. So. Vormontieren. So. Eins. Ein bisschen hibbelig. Zwei. Schieben wir. Reifen rein. Drei. Und Nummer vier. Ich ziehe das jetzt einfach kurz mit dem Akkuschrauber fest. Ich werde das nachher nochmal mit den Schrauben wieder nachziehen. So, fest ist es. Jetzt kann man es direkt schon mal aufstellen. Ja, was ist, purzelt hier drin rum. Jetzt schauen wir uns auch mal an gleich. So, dann habe ich hier nochmal. Guck noch mal schnell nach. Der Haltegriff braucht auch noch zwei Schrauben. Ich werde hier unten die anderen beiden kurzen nehmen, die ich dann hier direkt reinschraube. In den komischen Standfuß. Halte ich hier noch mal ein. Baby, komm her.
komischen Ziehgriff zum dran machen. Den schneiden. Na? Das geht jetzt nicht so leicht, Nein, 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 komm schon. Zu treffen. Wo sind denn beide? Ah. Okay, ich werde jetzt mal auf die Variante machen. Oh Gott. Okay, das war jetzt nicht so geil. Das machen wir auch noch richtig. So. Die lassen sich jetzt wirklich total bescheiden hier vernünftig ansetzen. Halt auf die mega brutale Variante. Dann werde ich die da jetzt reinhämmern. So, komm her, mein Freund. Ich sehe der Sache. Aber es hält fast. So. So, fest. Passt. Schon ist das Lagegerät fertig. Ich hoffe, man kann es ganz gut sehen. Dili. Dann habt ihr hier oben halt noch die ganzen Einstellmöglichkeiten. Dann habt ihr hier oben noch die ganzen Einstellmöglichkeiten. Standard, Schnellladen, Schnellladen 2, Start, ein, aus. Hier hat man dann noch den 12 Volt Anschluss, 24 Volt Anschluss. Ja. Ich werde das Kabel sicherlich beim 12 Volt Anschluss überwiegend benutzen. Das war's auch schon. Das Kabel direkt dran. Dann haben wir hier noch das ganz normale Kabel für die Steckdose. Und jetzt hier ist noch eine Abdeckkappe, die da die ganze Zeit rumgepurzelt ist. Da weiß ich noch nicht, wofür die ist. Aber die ist, glaube ich, hier oben. Für die Sicherheit. Ja. So. Upsala. Ich werde euch dann mal berichten, wie das Ding funktioniert hat, wie lange es hält, wie lange es lädt, ob es gut überbrückt oder beziehungsweise Starthilfe gibt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst mir einen Kommentar oder ähnliches da. Bis denn dann. Ciao.